Woke Sports präsentiert den Sporttalk auf Allgäu TV. Der Fußball- und Sporttalk aus dem Allgäu. Der Sporttalk wird unterstützt von AXA Jochenmoor Kempten, Hörburger Control Systems und der Steinmetzwerkstatt Schliens Kempten-Lenzfried. Herr Keller, Herr Propf, ich grüße Sie. Ich grüße Sie auch. Liebes Publikum, wir wissen noch nicht, ob er bei einer Gamsjagd noch bestehen würde. Aber das werden wir heute herausfinden. Begrüßt mit uns ganz herzlich den gebürtigen Nesselwanger, Michael Greis. Er hat mal im Interview gesagt, was ich gelesen habe, er war 2006, hat er gesagt, er war leicht unterkühlt. Und deswegen konnte er die Top-Leistung nicht abrufen. Ich meine, was habt ihr heute für ein Verhältnis? Ist das alles in Ordnung? Ja, natürlich haben wir ein gutes Verhältnis. Sie bedauert nur, dass sie mit Kevin Volland nicht mehr zusammen ins Allgäu fährt. Begrüßt mit uns die bezaubernde Anne Bühner. Eine kurze Erklärung, das muss man sich halt wie ein großes Viereck vorstellen und in jeder Seite sind Ballmaschinen und innen drin sind auch noch ganz viele Vierecke und dann kann man das halt mit einem Tablet steuern und sich auch mal gern selbst einwechselt, wie damals 1973 Günther Netzer im Pokalfinale. Begrüßt mit uns ganz herzlich Matthias Jörg. Ich sag mal, im Allgäu kennen mir relativ viele, bin da schon sehr emotional dabei, weil es ja mein Leben ist mit Fußball, das mache ich seitdem ich ein kleiner Bub bin und habe da immer relativ viel investiert und das mache ich auch ja, heute noch und mit 100%. Und ist auch bekannt als der feine Fuß aus Sonthofen. Begrüßt mit uns ganz herzlich Andreas Meyer. Geht jetzt dann, glaube ich, mit dem ESAT bald einmal aufs 10-Jährige zu. Er hat sich in den 10 Jahren, die ich ihn gehabt habe, selber auch brutal weiterentwickelt. Ich bin als junger Bursche aus der Jugend rausgekommen. Da hast du, wenn du den von 200 Meter gesehen hast, schon Angst gehabt. Ich habe jahrelang in der Bayern-Auswahl, ich glaube im Alter von 12 bis 13, 14, vielleicht sogar 15, das Zimmer auf den Lehrgängen mit dem Philipp Lahm geteilt. Natürlich riesen Respekt vor der Person und ja, traut sich dann gar nicht so viel zu sagen, vor allem wenn man... Bei mir ist so, mit denen ich eigentlich dann in 60 zusammengespielt habe, da ist eigentlich jeder was vorne, außer ich. mein Vater hat mir das mitgebracht aus Italien 1990. Achtelfinale Deutschland gegen Holland. Jürgen Klinsmann. Ich meine, das war auch Bayern. Das weiß ich damals. Alexander Zickler mit der 21. Alexander Zickler. Dein erstes Trikot? FC Bayern München. Auch. Und was für ein Spieler? Mehmet Scholl. Mehmet Scholl. Den hatte ich auch. Es ist unheimlich schade, dass da kein Phrasenschwein steht, weil da geht jetzt ganz 2 Euro reinschmeißen. Die deutschen Clubs weiterkommen wie Bayern und auch Dortmund. Aber ich finde auch Monaco ganz interessant, weil die einen jungen, frischen Fußball spielen. Von dem her haben wir kurz gesprochen, ich bin Fan von Bayern und das reicht mir, wenn die dabei sind. Wer dann nur so kommt, das ist eigentlich. Also. Mein Geheimfavorit ist Real Madrid. Ja, aber ich kann es erklären, es ist deswegen so, weil kein Champions League-Gewinner jemals seit 25 Jahren den Titel verteidigen konnte. Ich gehe jetzt einmal stark davon aus, dass es nie passieren wird. Wir sind wirklich ab vom Schuss. Natürlich wird es dann leichter, wenn irgendwo mal Geld fließt. Es müsste, wie in den anderen kleinen Städten gerade erwähnt, irgendein bescheuerter aufstehen. Eine kleine kulinarische Frage an alle, und zwar auch an die weit hergereisten. Michael. Und dann auf 2 und auf 3 ist auch Käsespatzen. Ja. Mit ein bisschen also Bäcker in Variationen. Käsespatzen stehen bei mir auch ganz oben, aber sonst freue ich mich auch immer, wenn Mama dann mal kocht. Eine gute, deftige, ehrliche Allgäuer Brotzeit. Geschwollene mit Bratensauce und einem Kartoffelsalat. Ja. Oh. Alles, was Mama kocht und dann noch alles, was Angie kocht. Die bezaubernde Anne Fühner. Danke. Ah, da haben wir noch. Aktuelle Joma. Da haben wir noch hier so das aktuelle Shirt. Dankeschön. Und danke. Woke Sports präsentierte den Sporttalk auf Allgäu TV. Der Fußball- und Sporttalk aus dem Allgäu. Der Sporttalk wurde unterstützt von AXA Jochenmoor Kempten, Hörburger Control Systems und der Steinmetzwerkstatt Schliens Kempten-Lenzfried.